Bei einem Besuch bei Günther Eichele konnte ich seine Schwarzzeisige filmen. In seiner Innenfoliere zeigt er mir ein Nest mit Schwarzzeisigjunge. Das Weibchen sitzt fest auf den Jungvögeln. Das Männchen sitzt wie ein Wächter vor dem Nest. Hier ein Schwarzzeisiggelege in der Außenvoliere. Hier prächtige Schwarzzeisige in der Außenvoliere. Das sind aber nicht die richtigen Eier, das sind Kunststoffeier. Die Eier habe ich da lieber. Ich muss das morgen rein, die kann ich auch rein tun jetzt. Die Wurst wirst du jetzt demnächst schon unterlegen? Dann. Ja, morgen. Ach, morgen, ja. Morgen, wenn sie noch legen, dann lege ich sie unter. Aha. Cool. Wo
muss man mal aufpassen, wenn man da die Nester reinhängt und die Original-Eierbrunnen sind, gell? Schwarzseidig, schöner Vogel, ja. Siehst bei dem Paar einen schönen Unterschied zwischen den Geschlechtern rechts Männlein, ja, ja, und links Weibchen. Ja. Das ist so richtig eindeutig, gell? Also da brauchst du keine DNA. Ja. Und Pendel braucht man auch nicht. Ja, die fällt schon Strecke, gell, wo die da herfahren. Von den oben da hinten, will das Quadratsmännle sein? Das, wo am Ding ist, ist das Weible. Das, wo am Gitter sitzt? Am Gitter, ja. Und das hintere ist das Männle. Das ist das Männle. Ja, ja. Ja. Das, jetzt ist das Weible wieder am Gitter. Männle hinten. Das ist das Weible am Gitter. Ja. Und das Männle sitzt hinter. Wenn es jetzt klappt, ist die Beleuchtung gut gewesen oder schuldig, dass es klappen tut. Ja. Hoffen wir es einfach. Ja. Ja, hast du für jedes ein Gläschen bereitgestellt? Ja. Ohne Ölze, das habe ich auch noch nie gesehen. Da fällt es nicht um, da steht es hier drinnen. Ja. Ich kann die Gläser wieder ausziehen, da kann viel Wasser reingehen. Gut. Das ist eigentlich nur immer alles von der besten Methode, da haben wir mit dem Sieb, gell, einfach zum Schaffen. Und das ist jetzt dein Chicorée. Mit Kristallglas drin. Das sind Senfgläser gewesen, da hat man früher Senf gekauft, genau. Den Deckel drauf und die habe ich mal aufgehoben und ich finde, es gibt nichts Besseres wie das da. Ja. Gut. Und da habe ich die Schale und da habe ich 12 Stück. Und da habe ich den Kleinsten und die Futter, der mit. Der ist schon wieder weg. Ja. Gut. Aber ich denke, ich weiß es nicht, ich habe eine 17. Das heißt, ob er auch geht. Der Mann, der die Mutter kennen muss. Ich meine, bei den Schwarzen, die kommen ja spät raus. Die kommen ja oft erst 23, 24 Tage raus. Ja, du hast auch gesagt, recht lang. Und wenn sie aber wieder schnell fotofest, gell? Ja. Ja. Also die da haben sind jetzt, mal gucken, ob da schon dran. Also die sind schon bestimmt 35 Tage. Und jetzt habe ich, was sie aufgehört, jetzt habe ich die so die Kapuze und so, die an der ihre abgesetzt und die hat voll Futter gesetzt. Also drei oder neue Steigern. Ist das jetzt in der Schale drin oder kein Futter? Kein Futter mit Erlenmorbide und
ein bisschen auf Zuckerfutter und Herbst. Backe. Also so eine Blume, das ist mexikanische. Ja, heißt auch so eine Blume. So eine ganz, ganz kleine, so eine Blume, sagen wir. Ich drehe euch als letztes im Stammtischfilm hinterher nachsetzt, wo der große Blüte sagt. Und die hast du draußen im Gabel. Und Tiefrohre. Und die gibst du jetzt den schwarzen Essig. Ja, ich habe nicht mehr arg viel. Gut, Schwarzbrust presst relativ gut, schwarze eigentlich auch. Und dann kann ich auch probiert, weil ich nicht mehr viel rein. Aha. Das ist das Reinfarben. Reinfarben, gell? Das ist der Reif halt. Überreif. Überreif, ja. Weil ich sie halbreif nicht fresse, oder? Ich weiß ja den ziemlich viel drüber gelesen. Das heißt, wenn dann so halbreif anbist, soll er sehr giftig sein. Ja. Wobei ich einfach mal den Vögel, die fressen halt nichts, was giftig ist. Ja. Ja, ich baue jetzt weiter. Und die, was ist das, eine Fichte oder Tanne? Tanne? Tannenzweig? Ja, das ist so ein Reistanne. Spitze siehst du an der kleinen Saat der Eder. Mhm. Aber wenn du jetzt guckst, da ist zum Beispiel eine Saat, wo keimt ist. Gell? Mhm, dein Finger ist da raus. Da auch, gell? Mhm. Was ist das jetzt? Keimfutter vorkeimt und das, wo kaufen kannst? Ja, mit Aufzuchtfutter. Mit Aufzuchtfutter vermischt. Ja, okay. Mir hat das einfach interessiert, ich hätte das schon gehört. Und dann hat der Günther gesagt, er hätte mit Matthias drüber geschwätzt. Gell? Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt im Internet, recherchiert. Und dann mit einem geschwätzt, der hat es gesehen bei einem anderen Züchter mit Stieglitz. Und die haben das richtig gefressen. Richtig. Also die haben das Futter gefressen wie dumm. Ja. Ja, ist das vakuumiert irgendwie? Oder? Ich hole da mal ein bisschen die Packung dazu. Ach, okay. Was ist das? Das ist weiter kalt und. Kaputt, das ist alles italienisch geschrieben. Mhm. Und ich, wenn du doch ein Futter anmachst, was mit Honig oder so, sollst du so viel machen, dass es aussieht, wie wenn es lebend ist. Ja? Und wenn du das jetzt rauslässt, was will denn? Ja, dann wird es so. Fisch, ja, bewegt sich, gell? Ja, ja. Das ist ein Feuchtigkeit. Eigenartig. Komisch, ja? Komisch. Aber ich hätte das ganz ordentlich. Ja, aber bis jetzt fressen sie halt hauptsächlich die Saat raus. Gell? Mhm. Man gut, sie verwischen trotzdem immer ein bisschen Aufzugfutter. Ja, naja, das sind die Saat dran. Das ist ein bisschen dran. Ja. Ja.
Aber das ist auch eigenartig. Ein sehr kleiner. Gell? Mhm. Und den Südregal zu. Gell? Das ist sonst wäre der jetzt schon weg. Gell? Den ist selber zugedrungen. Ja, mit der Spritz. Also, ja. Der kriegt jetzt gleich wieder was. Ja. Können wir vielleicht sogar schön machen. Ja, ist auch, ja, oder? Okay, ja. Wenn es so rum ist, ja. Guck, der hat so gut wie nichts drin, gell? Aha. Die werden sind voll, gell? Ja, ziemlich, ja. Bei meinen anderen Jahren, weil ich euch zusammen lasse. Bei dir sehe ich jetzt auch, du schiebst zwei Dinge. Mhm. Ja, bei mir hast du. Ja. Besser wie nichts. Ich hätte schon Barcade mit vier. Ja, aber. Das könnte auch, weil ich immer voll. Breitwege, die Verschauer, Legebreit. Warmes Wasser, ja. Dann kann ich mal spritzen, da ist also das Desinfektionsmittel drin. Also ich tue das sauber desinfizieren, gell? Mhm. Immer. Macht es sauber. Bisschen nur Desinfektionsmittel in den Behälter drin, oder? Das ist da durch die Brennerkette. Ja, ja. Das macht es nur sauber. Ja. Nur durchspülen quasi. Das ist das F10, das Desinfektionsmittel. Aha. Vermischt mit Wasser, das. Ah ja, okay. Das hat einen Nachteil, es klumpt ein bisschen blöd. Ja, ich bin wie Mäden. Ja. Ich tue es relativ schnell aufziehen, mhm. Weil wenn es so arg fest ist, dann kriegst du nicht mehr rein. Mhm. Ich fülle es auf, ziehe es auf. Ja. Luft raus, ne? Ja. Wie beim Arzt, da wie ein Impfung. Ja, genau, gut. Also, ich habe immer ein bisschen Schiss, wenn sie noch ganz klein sind.
weil sie da gern in die Luftröhre was reinkriegt. Ja, echt? Also ich gehe auf die rechte Seite vom Vogel. Komm. Rechts nach links. Läuft ganz schön auf. Das ist natürlich die wichtig, die andere Bettler zwar auch, aber die kriegen nichts, gell? Naja, das ist ja falsch, wenn die auch vor. Ja. Gut. Ja, wir haben ja nichts gesehen. Ne? So was. Also ich habe früher mal Dings gehabt, Eumokanarie, mit rote Augen. Und die waren so schwach, wo die aufs Bett gekommen sind, die sind immer nach hinten runtergefallen, gell? Und die hatte ich damals auch mit der Spritze zwei Tage gefüttert und dann war es relativ stabil, gell? Ja. Interessant. Guck mal, die Schwarze wieder zu der Hörung, ne? Ja, zwei kleine. Jetzt müsst ihr wieder abspielen, oder? Also. Ja, jetzt will ich mal das probieren, was der Peter gesagt hat. Ne? Mit wieder. Tut nichts hier. Ja, und du musst dann einfüllen und durchdrücken. Hinten aufmachen, oder? Ja, genau. Ach, die Tolle. Kann ich jetzt noch nie gemacht. Reicht ja, oder? Und auch dem Vogel, dem Jungen, der Käfer, oder wie? Mhm. Mit der Sonde, oder? Ja, mit der Sonde. Aber, hör auf. Da kommt dann der nächste. Ich muss ein bisschen drücken. Ich muss dann aufpassen, dass dein Spitz zu platzen tut. Jetzt kommt was, oder? Kommst ja, gell? Ja. Wir haben schon die Gräser auf und schon diese Gräserkanäle. Gräser, ja. Das funktioniert dann. Schön, das ist spannend. Wow. Aber ich meine, ich hatte mir ja nichts reingucken, das ist gar nicht. Das ist da, oder? Ja. Das ist oder so, ja. Ich glaube, das ist ein anderer Fall. Das ist wunderbar. Okay. Das sieht aus wie ein Wurm. Ja. Aber das würde jetzt wahrscheinlich weg. Der liegt jetzt so quer drin, oder? Das ist ein Loch. Ich sehe es schon immer wieder. Das ist die Probe wahrscheinlich. Ja. Ha? Ja, war gar nicht. Das ist ein Weg irgendwie, oder? Hat er jetzt geschluckt, ja? Ich glaube, ich finde. Das muss ich mal probieren, das mache ich gleich doch. Ja. Ja. Ja, der Himmel ein bisschen größer ist, weil der Fenster groß ist, ja nicht wieder schlimm, weißt du? Ja, ja. Und noch ein paar Sekunden mal auflegen. Die Flutsche dreht sich so, die Flutsche dreht sich durch. Okay. Gut. Auch wieder was Neues gesehen. Ja, den Chicory. Du musst den gleich mit dem Kaufer durch ins Wasser stellen. Oder du musst ihn so, ich habe als ein paar Tage im Kühlschrank und so wie ein Brot tun raus also. Und ausschneiden und dann erst ins Wasser stellen. Also, ich muss sagen, das ist seit dem letzten Stammtisch, habe ich erst wieder Zicker holen. Weil ich glaube auch,
Das fresset so, aber ich glaube nicht, dass da so viel Inhaltsstoffe drin sind.